Geil, war's das hier? Wie witzig hier ist? Ja, kann ich nicht interessant. Ja, und der vorletzte Tag? Willst du was fahren? Willst du was angucken? Durchlaufen? Ja, wir könnten mal ein Riesenrad fahren. Okay, dann noch Riesenrad. Sonst wird beschlechtbar. Hier. Muss man mit dem Handy nehmen, hat man den. GoPro vergessen. Ist ja ziemlich schnell jetzt. Ja, also bei Kiliani muss ich sagen, gehe ich mal öfters mal mit jemandem hin. Okay. Wir können das eine Ding noch durchlaufen, wenn du willst. Welches Ding? Das Baugeschäft. So viel Geld habe ich gar nicht mehr dabei. Das schaukeln wir. Gut, oder? Ah. Ich weiß, habe ich Höhenangst. Echt? Ja. Warum? Keine Ahnung. Ab wie viele Höhe ungefähr fängt es an? Ja, ich bin schon hoch genug dafür. Deswegen ist es zu in der Gondel am besten. Ja, also so Höhenangst habe ich zwar nicht. Aber nur Angst, wenn mir was runterfällt, ne? Und dann ist es weg. Ja. Deswegen. Normalerweise habe ich das vielleicht mit was mit GoPro filmen, aber ich habe die GoPro halt zu Hause vergessen. Habe ich aber Handy halt rum, ist so Gimbal da rein. Jetzt los? Und ist es ausgefallen? Nicht, dass wir wieder Firma Ghostbusters das hier oben stehen bleiben, ne? Ja, keine Sorge, man kann doch überall runterklettern. Mit Schmerzen, aber es geht noch. Also. Breakdance ist schon interessant. Jo. Aber wie gesagt, ich war einmal dort. Ich habe dann von hinten an. Ja. Die Kirche da ist ein bisschen blauer Strahl. Ja. Letzten Samstag, schon wieder aus. Um 21:20 Uhr sind ja die Kirchenglocken geläutet. Für das 20 Minuten lang wird es bei Fundierung. Früher war es immer um 18 Uhr, jetzt haben sie genau gemacht und die gleiche Uhrzeit, wo die Bombardierung war, Glocken läuten lassen und so lange, wie es auch angedauert hat. Ja, es war ja vor kurzem erst, ne? Ja, am Samstag, wo ich meine 3000 Abonnenten erreiche bei YouTube. Und wie ihr merkt, das Riesenrad fährt schneller als sonst. Ich finde es hier sehr schön. Ach, das Ding kann sich auch drehen. Ja, kann sich.
musst aber nicht. Radfahren ist schön. In dem Gebäude da drüben, da wohnt mein Kollege. Ja, cool. Jetzt geht's hier runter. Jetzt geht's hier hoch. Vor 2 Jahren ist der Markus Söder hier gefahren, Riesenrad. Bei der Eröffnung. Vor 2 Jahren oder sowas. Wer? Markus Söder. Wer ist das? Bundesminister oder so. Sowas. Ist doch hier gefahren bei einer Eröffnung von Kiel Frühjahrsvolksfest. So schön, oder? Einmal von oben alles zu sehen. Ja, alles blinkt wie schön. Ja. Und die Garten hinter uns. Und dann so fällt das Licht aus. Sehr gut. Ja. Das blinkt mir. Wahrscheinlich das kleine Kinderkaufzeichen. Wahrscheinlich, ja, kann sein. So Glocken dran. Ja, wie fällt dir das Licht aus? Geht's hier an? Ja, jetzt ist aus. Jetzt verlassen wir das Tal. Gut, das ist ja. Ja, das war's. Da riecht der Mann ausgestiegen. Ja. Ah, cool, oder? Ja, ganz chillig. Ganz chillig. Ja. Was jetzt? Wir können nochmal gerne einmal rumlaufen und dann gehen, oder? Fahren oder was live? Was durchlaufen? Durchlaufen ist okay. Hä? Durchlaufen ist immer noch okay. Ja, so hat es ins Riesrad gefahren. Laufen wir uns da runter nochmal durch. Ja, da oben nur vorsichtig mit dem Handy, weil ich kaputt, dass es kaputt geht, runterfällt. Dass es schon so oft kaputt gegangen ist, repariert worden ist. Ah, da muss man die Dinger abschießen.